Liebe Zuschauer, willkommen in Orga TV. Und wir haben wieder super Beiträge für euch vorbereitet. Aber davor. Und ein Gewinnspiel. Und ein Gewinnspiel, das kommt gleich. Ja. Aber bevor, ganz traditionell, was hast du am Wochenende gemacht? Also am Wochenende habe ich nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen für die Uni was gemacht, ein bisschen gelernt. Und dann war ich arbeiten. Und am Sonntag war ja Muttertag. Da habe ich meiner Mama natürlich was geschenkt. Was wir letzte Woche schon hatten. Ja, ein Buch. Ein Buch, das sie selbst ausgesucht hat, nicht wahr? Naja, nicht wirklich. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so richtig. Das ist das Lustige. Sie hat mich ja gefragt, ist es eins von den Büchern, die ich ausgesucht habe? Ich so, ich weiß es nicht. Vielleicht. Und du hast deiner Mama auch was geschenkt? Ja, ich habe ihr Blumen geschickt. Ich war ja voll beschäftigt mit dem Seminar. Und deswegen habe ich meinen Vater beauftragt, ihr Blumen zu schenken in meinen Namen. Was nicht sehr gut vielleicht angekommen ist, weil wir ja sowieso in der Blumenbranche sind. Aber okay. Dann hast du zweimal Blumen gekriegt. Ja, irgendwie schon. Keine Schokolade. Blumen sind schön. Nicht. Frauen lieben Blumen. Ja, aber Schokolade auch. Schokolade. Das zum nächsten Mal. Pralinen, ja. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast an der Seminararbeit gesessen. Boah, das war übel. Hey, dazu habe ich eine üble Geschichte zu erzählen. Und zwar, einen Tag vorher habe ich gemerkt, dass ich eine Formel falsch reingeschrieben habe. Also ich habe es irgendwie falsch abgeleitet. Und dann musste ich eine komplette Seite wieder von vorne schreiben. Wir sind, also Kumpel ging es ähnlich, wir sind dann irgendwann 2 Uhr, 3 Uhr morgens fertig gewesen. Und wir müssen es ja noch korrigieren lassen. Also was machst du am Morgen? Nochmal jeden zuschicken. Die haben es halt innerhalb von einer Stunde alles korrigiert, haben es uns zurückgeschickt. Und alles einleiten, formatieren. Überleg mal, was denkst du, wie viel Zeit wir noch hatten? 12 Uhr müssten wir abgeben normalerweise. Ja, nicht mehr viel, würde ich sagen. Ein paar Stunden. 11.50 Uhr war es. Okay. 11.50 Uhr war es, als wir da fertig waren am Anfang. Und dann muss man es ja noch drucken. Ja. Also wir waren in der BWL-Bibliothek, sofort in den ZIT-Pool. Wir sind in den ZIT-Pool gerannt, geöffnet, Veranstaltung. Verdammt, was machen wir jetzt? Ja. Nächste Fotostelle. An der Sulb, ne? An der Sulb, genau. Ja. Und da sind wir wie verrückt gerannt. Ich hatte auch keine Zeit mehr, einen USB-Stick das alles zu speichern. Also habe ich es an mich selbst eine E-Mail geschrieben. Ich habe halt gedacht, ich kann da irgendwie schnell rein und dann ausdrucken lassen. Ja. Und der Maxi, der Kumpel, der das gleiche Problem hatte wie ich, der hat dann seinen Laptop hinterhergeschleppt und hinterhergerannt. Und dann sind wir dort angekommen. Ich habe halt direkt nachgefragt, ob es geht. Übrigens, da war eine Riesenreihe und wir haben halt Notfall, wir müssen unbedingt hin. Und auf jeden Fall waren sie so nett, haben uns vorgelassen. Und ich habe dann eben gemeint, ob ich kurz E-Mails checken kann und dann selbst zuschicken kann. Natürlich nicht. Das ging nicht. Ja, wie immer, ne? Ja, und dann ist Max schnell ins Internet, hat das dann sofort gespeichert und dann haben wir es auf USB-Stick. Und als wir es dann ausgedruckt haben, haben wir auf die Uhr geschaut und es war genau 11.59 Uhr. Und ihr müsst noch abgeben. Wir müssten es um 12 Uhr abgeben. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt, glaube ich. Ja, das glaube ich. Und nicht ohne Unfälle. Nämlich wären wir fast von einem Auto überfahren worden. Okay. Wir haben irgendeine arme Dame da rumgerannt. Eine arme Frau. Ja, richtig, richtig schlimm. Ich entschuldige mich auch jetzt. Wir hatten noch keine Zeit, irgendwie noch zurückzuschauen. Ich bin dann in Treppen runtergefallen. Ich hoffe, der Frau geht's wenigstens gut. Ich hoffe es auch. Also entschuldigen Sie. Na, auf jeden Fall. Und dann Treppen hoch zur Sekretärin und dann, wir haben auf die Uhr geschaut, es war Punkt 12 Uhr, als wir reingegangen sind. Und die Dame, ganz locker, wieso sind Sie denn gerannt? Es wäre doch ein Schlitten gewesen, wenn Sie 15 Minuten später gekommen wären. Nein. Ja, übel. Also wie immer, ne? Man beeilt sich übelst und dann hätte man noch Zeit gehabt. Nee, aber ich habe wirklich, ich bin ja gerannt wie verrückt und wir hatten wirklich Herzschmerzen danach. Also das war richtig krass. Die Luft hat dann gefehlt, ne? Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber abenteuerlich, aber das muss so sein. Überleg mal, es wäre doch richtig langweilig, wenn ich eine Woche vorher fertig gewesen wäre, alles korrigiert hätte, zugeschickt. Was mache ich dann? Ich habe hier nichts mehr zu erzählen. Stimmt, das wäre echt eine sehr langweilige Sendung gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also, du hättest auf jeden Fall Orga TV mitnehmen sollen auf dem Weg. Also das hätte dem Team auf jeden Fall mal gefallen. Ich weiß jetzt das wäre ein cooler Beitrag gewesen. Hätte also mit so Minutenangabe, genau, so noch so 5 Sekunden. Genau, so eine Zeitschaltuhr. 5, 4, 3 und dann
Abgabe. War auf jeden Fall mal interessant. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ist ja noch nicht vorbei, ist ja noch die Präsentation. Stimmt, ja, hast du ja noch die Präsentation. Ja, genau. Nächste Woche, gell? Direkt vor der nächsten Sendung. Ja, da kann ich ja Sekt erzählen. Mit. Ja, vor allem bringe ich noch Sekt mit, falls alles gut geht. Ja, auf toll, jeden Fall. Ja. Ich mache euch alle betrunken hier. Ihr werdet es schon sehen. Ja, versuch's mal, ne? Nee, apropos schnell rennen, ne? Das habe ich auch mal erlebt. Und zwar vor 2 Wochen musste ich zur Arbeit. Und bei uns fahren 2 Busse, ich wohne auf dem Berg. Und der eine Bus fährt dann unten am Berg, der andere oben. Und normalerweise, wenn ich zur Uni fahre, muss ich halt den Berg runterlaufen. Da habe ich ewig viel Zeit, dann kann ich erst 15 nach aus dem Haus gehen. Und wenn ich halt oben losfahre, wenn ich zur Arbeit fahre, fährt der Bus halt schon 15 nach. Und das heißt, ich habe dann da gehuckt morgens, gucke also auf die Uhr, musste auf die Arbeit, habe es nicht gecheckt. Hab dann auf die Uhr geguckt und war es 15 nach. Und ich so, ja, okay, es ist 15 nach. Moment mal, nein! Ja, ich bin nur so losgelaufen, so, tschüss Mama, viel Spaß, was auch immer du heute machst. Ne? Bin dann losgerannt, die paar hundert Meter wirklich gesprintet. Ja, ich habe gar nicht verpasst den Bus. Hab dann so gewohnt, nein, Busfahrer, bitte warten Sie auf mich. Der Busfahrer hat es natürlich gesehen, hat dann gewartet, hat mich reingelassen. Ich so, danke schön. Das kennt, glaube ich, jeder, auch wenn du wirklich super viel Zeit hast, weil du aufgestanden bist, wartest du trotzdem bis zum letzten Minute noch, bis du rausgehst. Ja. Genau. Also der Busfahrer, der war auch sehr nett, der hat mich reingelassen, hat gefragt, musst du zur Arbeit? Ich so, ja. Na gut, dann ruhe ich erstmal aus. Und ich habe auch die ganze Fahrt gebraucht, um mich wieder zu beruhigen. Ich habe auch so. Und dann habe ich noch die Mama angerufen. Mama, ich habe den Bus noch gekriegt. Die war da auch sehr froh drum. Weil sonst hätte ich ja irgendwie zurücklaufen müssen mit dem Auto fahren und hätte keinen Parkplatz bekommen. Das hätte dir wahrscheinlich auch nicht so gefallen. Nee, eigentlich nicht. Weil sie dich wahrscheinlich fahren muss. Nee, sie hat keinen Führerschein. Ich hätte selbst fahren müssen. Okay. Ja, aber apropos Arbeit. Letzten Donnerstag war ja Jobmesse. Mhm. In der Saarlandhalle. Es war die 3. internationale Jobmesse der Großregion Saarlux, ne? Und es waren über 100 Arbeitgeber da. Ich habe gelesen, es waren 6.000 Besucher. Also riesengroß. Also wirklich riesengroße Veranstaltung war das. Und die Arbeitgeber haben halt die Chance gegeben, dass man mit ihnen redet, sie anspricht, Fragen stellt, persönliche Fragen, die zum Beispiel die Arbeit betreffen oder ein Praktikum, die Bewerbung oder Studium, und da hat man halt die Möglichkeit gehabt, die Fragen zu stellen, und ich konnte halt leider nicht hingehen, es war Donnerstag, ich habe den ganzen Tag Uni. Ja, du kannst auch nicht hingehen mit der Seminararbeit. Ja, klar, ich hatte leider keine Zeit, das war echt eine super Gelegenheit gewesen. Ja, auf vor allem, jeden da Fall. Ist ja wirklich jeder vertreten, auch die Universität selbst, glaube ich, oder? Kann ja, das stimmt, ja, weil die wollen ja auch Studenten werben, hier kommst du zu uns studieren. Aber ich glaube, die HTW war auch da. Und die ZF. Besonders die ZF erwähnst du, weil? Ja, weil das, ich denke mal, das ist ein guter Arbeitgeber. Ich würde da selbst gern arbeiten, aber ich habe keine Qualifikation dafür. Ja, das ist einfach so ein Unternehmen, das einem im Kopf bleibt. Deswegen erwähnt man das. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben es nicht wirklich verpasst, weil für uns hat es ja jemand angeschaut. Genau, die Sarah war nämlich da. Und hat dann ein bisschen rumgefragt und den Beitrag, den können wir jetzt sehen. Viel Spaß! Es ist 9:30 und wie Sie sehen, herrscht hier schon reges Treiben. Die ersten Schulklassen sind schon eingetroffen und auch die Parksituation wird so langsam kritisch. EURES heißt European Employment Services und das ist ein Netzwerk von Beratern, die europaweit von der Europäischen Kommission gefördert Leute beraten, die Grenzgänger sind, sprich in einem Land wohnen, im anderen arbeiten oder grenzübergreifend Arbeit suchen. Wir unterstützen sowohl bei der Arbeitssuche wie bei der Arbeitsaufnahme und bei Fragen im späteren Arbeitsverhältnis. Das EURES-Projekt an sich unterscheidet EURES-Berater, die einfach europaweit, sprich wenn jemand von Spanien nach Finnland möchte, beraten. Und es gibt ein EURES-T-Netzwerk, also European Employment Services Transfrontalier für Grenzgänger, sprich, die an der Grenze sitzen und dann immer sich für das gegenüberliegende Land im Prinzip spezialisiert haben. Also EURES bietet halt ein Rundumpaket für die Bewerber an. Korrekt, richtig. Also heute auf der Messe ist das auch klar zu sehen. Wir haben Arbeitgeber da, Zeitarbeitsfirmen etc.
etc., die konkret Stellenangebote, Ausbildungsstellen anbieten. Aber wir haben auch hier jetzt auf der Seite unsere ganzen Partner, die beraten, wenn es Probleme im Sozialversicherungsbereich gibt, im Arbeitsrecht, im Sozialrecht. Und von daher können wir da ganz viel abdecken. Wunderbar, dann danke ich Ihnen für das Interview. So manche Unternehmen begeisterten Besucher mit Spiel und Spaß. Andere lockten mit kulinarischen Leckereien. Experten der Personalbranche verrieten in den Präsentationen des Rahmenprogramms unter anderem Tipps für die erfolgreiche Bewerbung. Die Menschenmassen drängten sich durch die schmalen Gänge. Man verstand kaum noch sein eigenes Wort. Und der Ton bei der Frau Schmidt? Der war leider auch nicht so der Hit. Frau Schmidt erzählte uns, wie die Jobchancen so an der Uni stehen. Ob Ausbildung, freiwilliges soziales Jahr, Berufe in der Verwaltung oder im technischen Bereich, wissenschaftliche Mitarbeiter in Lehre und Forschung bis hin zu Ausschreibungen für Professoren. Bedarf besteht momentan an 2 Ausbildungsstellen. Sie suchen derzeit eine Kauffrau oder einen Kaufmann im Bereich Bürokommunikation und eine Biologielaborantin oder einen Biologielaboranten für den Standort Homburg. Ihr informiert euch hier mal über das Jobangebot. Was möchtet ihr nach eurem Abitur jetzt machen? Ja, also ursprünglich war ein Studium angedacht, aber es kommt jetzt halt drauf an. Die Ergebnisse haben wir noch nicht. Mhm. Je nachdem, wie der Abschnitt wird, sehr wahrscheinlich Studium. Oder wenn ich gar keine Lust auf Studium habe, mache ich erstmal eine Ausbildung. Und danach ein Studium. Und du? Ich gehe jetzt ein Jahr nach Paris als Au-pair und studiere wahrscheinlich in Luxemburg Wirtschaftsrecht. Aus unserer Region sind ja einige Jobangebote hier vorhanden. Hast du da schon einiges Interessantes gefunden, was für dich in Frage kommen könnte? Gar nicht eigentlich. Bisher noch gar nicht, aber du wirst noch weiter schauen. Mhm. Okay, dann danke ich euch fürs Interview. Das war mal gut, oder? Also wirklich, es tut mir echt leid, dass ich nicht da war. Also, ja, mir tut es auch interessant leid. Gewesen. Ja. Sag mal eigentlich, was hättest du dann gemacht, eigentlich, wenn du dort gewesen wärst? Gibt es ein Unternehmen, das dich sehr interessiert hätte? Ich kenne jetzt die Liste der Unternehmen jetzt nicht auswendig, aber ich denke mal schon, dass da einige dabei waren, die auch BWL-Studenten jetzt interessieren. Also ich weiß es eigentlich nicht. Übrigens, wir haben vergessen, Gewinnspiel. Genau, wir haben ein ganz tolles Gewinnspiel wieder. Und zwar kann man hier Gutscheine gewinnen fürs Unique. 2x5 Euro, 1x10 Euro. Und wir danken auch dem Unique, dass sie uns die Gutscheine zur Verfügung gestellt haben. Das ist sehr nett. Und ihr müsst einfach eine Frage beantworten. Genau, so einfach geht es nicht. Man muss nämlich eine Frage beantworten. Und zwar eine ganz, ganz einfache Frage. Also ich bin sicher, ihr alle werdet das bestimmt beantworten können. Und zwar der Mädchenname des Schiedsrichters vom Champions League-Finale. Also ganz den einfach. Den Mädchenname des Schiedsrichters? Du meinst Mutter, der Mutter vom Schiedsrichter? Ja, genau, das meine ich. Ja, nein. Ja, ja. Nein. Also okay, nur ein Witz. Ihr müsst einfach nur sagen, wer im Champions League-Finale spielt. Obwohl die andere Frage wäre fast interessanter gewesen. Eigentlich schon, aber ich habe da selbst bei der Frage keine Ahnung. Ja, ich bin nicht so der Fußballfan, aber vielleicht unsere Zuschauer. Und ja, auf jeden Fall, ihr müsst einfach nur eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse. Die wäre orgatv@orga.uni-sb.de. Ja, da schreibt ihr einfach eine E-Mail hin mit eurem Namen, eurer Handynummer und eurem Geburtsdatum, damit wir auch wissen, dass ihr 18 seid, weil ihr müsst über 18 sein. Haben wir genug Studenten, die unter 18 sind jetzt? Ja, seit stimmt. 19. Ja, und auf jeden Fall müsst ihr über 18 sein und hier studieren, weil sonst macht das auch keinen Sinn mit dem Unique-Gutschein. Und genau, die Teilnahmebedingungen findet ihr auch auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr seid schon alle unsere Freunde auf Facebook. Ja, das hoffe ich auch. Also schön liken die Leute, die bei Facebook sind. Ja, genau, zum Beitrag jetzt. Wenn man auf eine Jobmesse geht, wie bereitet man sich davor? Du hast doch da bestimmt eine Checkliste dafür. Ja, ich habe echt eine gute Checkliste gefunden. Und zwar vorher, dann auf der Jobmesse und dann nachher. Und zwar zum Beispiel, bevor man auf eine Jobmesse geht, muss man erstmal wissen, wofür man sich interessiert.
So ja, die Hobbys. Das wäre schon geschickt. Genau, was man zum Beispiel für Hobbys macht und die Lieblingsfächer in der Schule, wenn man noch in die Schule geht, ein paar Schüler hier zugucken. Und ja, zum Beispiel, was man studiert allein, bringt es ja schon. Man muss ja wissen, ich studiere jetzt BWL, ich will jetzt keinen Taucher. Man sollte also ungefähr wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Genau, und dann kann man halt auch die Unternehmen aussuchen, die das bieten, was du haben willst. Und dann sollte man sich auch über die Unternehmen informieren, die da überhaupt da sind. Weil sonst stellt sich dahin, ja, was seid ihr überhaupt für ein Unternehmen? Was macht ihr überhaupt da? Ja, man sollte sich auch da schon ein bisschen auskennen. Das ist genauso wie bei der Bewerbung, dass man ein bisschen dann recherchiert im Internet besonders. Wo sonst? Ja, genau, im Internet, auf jeden Fall. Und man guckt auch, welche Voraussetzungen man braucht, um jetzt in diesem Unternehmen arbeiten zu können. Und dann bereitet man sich auch darauf vor. Man nimmt einen Lebenslauf am besten mit, vielleicht noch ein Bewerbungsschreiben und geht dann dahin. Und auf der Jobmesse kann man ja den Unternehmen einzeln Fragen stellen. Und die sind auch ganz offen, habe ich gehört. Also ja. Man kann wirklich ganz gut mit denen reden und sie lassen sich auch Zeit. Also ist wirklich toll. Vor allem die erklären alles ganz genau, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ja, wie bewerbe ich jetzt mich jetzt richtig? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr an Klamotten zum Beispiel sehen? Wenn du zum Beispiel zur Bank gehst, dann gehst du nicht im Jogginganzug dahin. Ja, darauf sollte man auch achten. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und ja, was habe ich noch so Interessantes hier draufstehen? Genau, man muss halt überlegen, was für Fragen man die Unternehmen fragt. Und ja, danach auf jeden Fall, man kann ja gute Kontakte knüpfen auf diesen Messen. Und danach sollte man auf jeden Fall die Kontakte auch pflegen, wenn man wirklich sich da bewerben will. Und die man dann auch anschreiben, ja, wissen Sie noch, ich habe mich mit Ihnen unterhalten. Das ist sehr wichtig, sonst hat man ja überhaupt keinen Vorteil gegenüber den anderen, genau, die sich ganz normal bewerben. Dann hat man ja diesen Ansprechpartner, ja, mit dem man schon geredet hat. Und das bringt auf jeden Fall Vorteile, wenn man dann den erwähnt. Und was willst du denn eigentlich machen? Ich? Ja, ich habe da so einen tollen Traum. ich würde gerne mal eine eigene Firma gründen. Eine Modefirma, ja. Eine Modefirma, okay, du weißt, was ja, ich war. Normalerweise fragt man ja immer und dann sagen sie Firma und sowas. Das weiß ich noch nicht, Hauptsache eine Firma. Ja, Hauptsache ich will Chef werden, gell? Ich will Chef werden, Rest erledigt sich ja von anderen. Ist egal, ja, genau. Was für eine Firma, ist egal. Nee, ich will auf jeden Fall eine Modefirma machen. Ich bin ja auch so ganz speziell mit meinen Klamotten, was mir so gefällt. Und ich denke mal, wenn du jetzt in die Läden reingehst, dann findest du einfach nichts, ich finde nichts, was mir so gefällt. Von Klamotten her. Deswegen denke ich manchmal so, ja. Zum Beispiel das T-Shirt, ja, das ist auch ganz toll. Das habe ich gefunden, das passt so irgendwie zu mir. Ich bin ja hier unentbehrlich für die Sendung zum Beispiel. Und ja. Also wenn du dort wärst, hättest du genug zu reden. Auf jeden Fall. Genau, in welche Richtung? Auf jeden Fall. Also ich weiß, was ich machen will und ich komme auch irgendwie an mein Ziel. Das ist gut. Es ist aber noch nicht vorbei. Der Beitrag geht hier noch weiter. Genau. Mal sehen, was es sonst noch alles gibt. Wir befinden uns hier am Stand von KPMG Luxemburg. Guten Tag. Mit wem spreche ich heute? Ich bin Caroline Ratzen, Assistant im HR-Bereich bei KPMG in Luxemburg. Ich bin Rufen Barth und Senior Coordinator im HR-Bereich bei KPMG Luxemburg. Welche Jobs können Sie unseren Absolventen der Universität des Saarlandes anbieten? Also idealerweise suchen wir Assistant Auditor, das heißt Assistenten für unsere Wirtschaftsprüfung. Idealerweise zum Oktober jeden Jahres oder auch zum Anfang des Jahres, also Januar. Studenten der Wirtschaftswissenschaften, also BWL, VWL, am besten mit dem Schwerpunkt natürlich Finanzen, Audit, also Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Buchhaltung. An so einem Stand wie Nordgetreide bleibt man natürlich immer gerne stehen. Wer seinen Weg bei der Polizei als Arbeitgeber fortsetzen wollte, der konnte hier genau nachfragen. An meiner Seite befindet sich jetzt einer der Jobinteressierten hier auf der Jobmesse. Wie heißt du? Nico Rupp. Hallo Nico, hast du hier schon interessante Jobs gefunden oder Jobangebote? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt jede Menge Firmen hier, die sehr interessante Stellenausschreibungen haben und sie informieren auch ziemlich gut darüber. Mhm. Und welcher Stand hat dir bis jetzt am besten gefallen? Der von Ferschau. Was denkst du denn so, wie in unserer Region die Zukunftschancen so stehen? Ich denke, die Chancen sind ganz gut,
da wir ziemlich angesehene Firmen haben hier und ja, der Markt boomt. So, ich gratuliere hier jetzt noch ein bisschen mit der Bundeswehr vor der Dorfmesse und wünsche euch noch einen schönen Tag. Zurück ins Studio. Tschüss. In den Zeiten von virtuellen Internetbörsen und Social Media war dieser Tag eine gute Möglichkeit für Besucher, einmal in persönlichen Kontakt mit Unternehmen zu treten. Mit über 100 Arbeitgebern aus allen Branchen war die Jobmesse in jedem Fall ein voller Erfolg. Also das Bild am Ende von der Sarah fand ich ja cool. Sie ist eine starke Frau. Genau, sie kann das so einfach halten. Das war gut. In so einer Großregion zu leben, ist schon was Tolles, muss man sagen. Ja, eigentlich schon. Man hat viele Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Und was man vielleicht noch nicht weiß, ist, dass es dieses Projekt Großregion gibt zwischen den Universitäten. Und zwar zwischen Lüttich, Luxemburg, Lothringer, Kaiserslautern und Trier. Also und natürlich unsere Universität. Natürlich. Ja. Wir haben die Kooperation. Und zwar funktioniert das so, man hat dann Workshops, Tagungen, Einzelveranstaltungen und kann man zum Beispiel auch Bücher ausleihen und ähnliche Sachen. Ist super. Zum Beispiel musstest du dir mal überlegen, es gibt Fächer, die wir nicht anbieten. Und die haben dann die Möglichkeit, einfach zu schauen, wenn es ihnen etwas gefällt. Es wird ja auch, es gibt hier ganz spezielle Gastvorträge auch. Und dann einfach hingehen, zuhören und einfach den Modul einbringen. Also man hat wirklich super, super viele Möglichkeiten. Andererseits zum Beispiel fehlt hier logistischer Lehrstuhl seit Professor Nickel. Und zu einer BWL gehört einfach Logistik dazu. Ja, das war dieses Fach Operations, Research und Logistik. Genau, genau. Das wird jetzt zwar nochmal angeboten von Schindler, Dr. Schindler, aber das Problem ist einfach, dass es nur ein Fach ist. Also man kann es nicht direkt vertiefen. Ja, das wird auch jetzt im Moment auch ersetzt durch Informationsmanagement, oder? Genau, genau. Ja. Das bringt alles halt nicht. Und man hat einfach Möglichkeiten, in einer dieser Universitäten zu gehen und zu schauen, ob man da irgendwas vertiefen kann oder halt auch Einzelfächer. Es ist wirklich toll. Also das Projekt ist 1A. Oder, man darf auch nicht vergessen, wenn man in Mathe schon zweimal durchgefallen ist, genau, bei den dritten Versuchen nämlich, könnte man theoretisch dann Mathe irgendwo anders schreiben, zum Beispiel in Trier oder Kaiserslautern und dann schauen halt, dass man hier das anerkennen lassen kann. Genau, weil beim dritten Versuch ist man so aufgeregt. Ich kenne das selbst, ich war auch schon im dritten Versuch, zwar nicht in Mathe, aber in Mikro. Und da ist man einfach so aufgeregt und man hat Angst um sein Studium. Und hätte ich gewusst, dass man das auch, dass es schon sowas gibt, dass man auch in andere Universitäten gehen kann und sagen kann, hier, ich will jetzt das Fach dort belegen und das wird anerkannt, das ist doch super. Klar, das Projekt ist halt neu, es gibt auch ein paar kleine Lücken. Zum Beispiel kann man nach Trier gratis fahren, aber nicht nach Kaiserslautern. Also so Kleinigkeiten, die man noch erledigen muss, aber ja. Im Grunde wird man das auch machen. Also in der nächsten Zeit wird das erledigt werden und dann erweitert man auch das Projekt immer und immer wieder. Ist ja auch nicht nur für BWL-Studenten, sondern auch für alle anderen Studenten. Genau, genau, genau. Vor allem jetzt, weil wir auch BWL-Studenten sind, fallen uns mehr Beispiele über die BWL ein, aber ja, Ingenieurwesen auch zwischen den Projekten. Es ist ganz schwer eigentlich, zusammenzuarbeiten von den Universitäten und das erleichtert das enorm. Genau. Ja, das einzige Problem ist noch, dass man sich dann einschreiben muss, zusätzlich, für jede Universität. Okay. Zwar muss man nicht doppelt bezahlen, aber trotzdem. Also, das ist noch ein Problem, das man erledigen muss, aber... Genau. Gut, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Beitrag, den wir haben. Das ist der Friseurbeitrag, oder? Ja, stimmt. Das ist auch eine der Angebote, die es dann hier im Campus gibt. Und das sehen Sie jetzt. Uni intern. Auf der Universität des Saarlandes gibt es seit neuestem auch einen Friseursalon. Dieser befindet sich im Campus Center. Wir von OrgaTV haben uns dort für euch mal umgeschaut und Versuchskaninchen gespielt. Also wir befinden uns hier auf der Universität des Saarlandes im Herzen des Campus. Und hier gibt es einen Friseursalon, der nennt sich Campus. Und mein Name ist Dias Tome Rebecca. Ich bin Chefin des Friseursalons und unser Konzept ist, wir wollen gerne Studentinnen ansprechen und Studenten
und aber auch Angestellte der Universität und alle, die halt kommen möchten, können die Möglichkeit hier nutzen, sich die Haare schneiden zu lassen. Der Name Campus ist eigentlich zufällig entstanden. Es gibt so viele verschiedene Namen, die schon vergeben sind. Und ich dachte mir, Campus passt, aber natürlich wie Kamm geschrieben. Das ist auch ganz lustig, finde ich. Und die Idee, die entstand vor ungefähr 10 Jahren, also war ich noch in der Ausbildung. Und damals wollte ich schon unbedingt einen Friseursalon auf dem Campus eröffnen. Ich wollte gerne mit jungen Menschen zusammenarbeiten und einfach auch moderne Menschen kennenlernen. Hier ist ja immer noch mal was Neues los, man erfährt noch mal ganz neue Sachen. Man ist eher im Leben drin. 10 Jahre später hat sich dann die Chance ergeben, dass ich hier einen Salon eröffnen kann. Und seit Mitte Januar 2012 gibt es uns. Mein Team besteht aus noch 2 Meisterinnen, also hier arbeiten nur Meister, die Verena Dickes und Diana Förster. Die sind immer da von montags bis freitags. Die Eröffnungszeiten sind immer von 11 bis um 19 Uhr, außer mittwochs. Mittwochs geht's los schon ab 9 bis 17 Uhr. Also bei uns kann man Termine machen, aber auch gerne ohne Termin vorbeikommen. Beides ist möglich. Das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Es gibt extra Preise für Studenten und nochmal Preise für Nichtstudenten. Die Preise sind human, jeder kann sich das leisten. Hier kann man natürlich auch eine Bonuskarte erwerben, die gibt es dann zu jedem Haarschnitt. Aber auch Produkte kann man hier kaufen. Wir führen die Produkte von Tiji. Die sind ganz bunt und riechen ganz gut. Also einfach mal ausprobieren, vorbeikommen. Oder die klassischen Produkte von Schwarzkopf kann man hier auch nutzen. Einfach vorbeischauen. Aktuelle Meldungen können Freunde von Facebook verfolgen. Einfach Campus eingeben und liken. Oder ihr findet uns natürlich auch auf der Internetseite uni-campus.de. Ja, ja. Ich glaube, du brauchst einen Friseurbesuch, kann es sein? Ja, ich glaube, mein Pony wird bald wieder zu lang und dann muss ich auf jeden Fall das Angebot nutzen, denn hier... Du weißt ja jetzt, wohin. Genau, ich weiß jetzt, wo es ist und für Studenten ist es ja auch billiger und das muss ich auf jeden Fall mal ausnutzen. Aber du auch. Ja, ich auf jeden Fall. Deine Haare sind viel zu lang jetzt. Ja, ne? das stimmt. Aber du hast es wahrscheinlich gemerkt, ich habe meine Haare diesmal ganz anders gemacht. Ja. Normalerweise ist es immer so ein bisschen nach rechts und heute nach links. Ja, hast du sofort bemerkt, oder? Ich bin reingekommen und die Leute haben gefragt, hast du heute eine neue Friseur? Ja, das stimmt. Ja, genau. Ach, schon ein bisschen Farbe könnt ihr auch noch bestehen. Ja, gell? Also gelb zum Beispiel. Bisschen, das ganz ja, ein bisschen blond. Blondlicht. So. Blond, vielleicht auch ein bisschen oder rot grün, oder grün ja, oder blau. So ganz gemischt. Mit Bart ja, dann auch ein bisschen. Noch. Ja, passt zu meinen blauen Augen. Genau, ja, zu deinen blauen Augen, ja. Mhm. Ja. Ja. Aber weißt du, was ich cool fände? Für meine Haare vielleicht noch so eine coole alte Spange. Dass ich dann zusammen machen kann, weil es hier auch ziemlich warm ist. Findet man in den Flohmärkten, nicht wahr? Genau, Flohmarkt. Das ist unser Stichwort. Und ja, also ich gehe gerne auf Flohmärkte. Und du? Ja, ich war noch nicht in so vielen, aber weil man da so früh aufstehen muss. Ja, man muss echt früh aufstehen. Aber dann findet man auch ganz coole Sachen. Zum Beispiel mein Radiowecker von zu Hause habe ich auch im Flohmarkt gekauft. Und der hält schon 5 oder 6 Jahre.
Ja, der Flohmarkt ist richtig gut. Wo sollte man also unbedingt hingehen? Ja, wir waren am Sonntag ja, also OrgaTV war da an unserem Uni-Flohmarkt und das können wir uns jetzt angucken. Und da bin ich mal gespannt. Habt ihr am Sonntag etwas geschlafen? Dann habt ihr was verpasst. Denn am Sonntag verwandelte sich das Parkdeck am Haupteingang der Uni mal wieder in einen Trödel- und Antikmarkt. Alt und Jung trafen sich zum Feilschen und Tratschen oder auch, um nur einmal drüber zu schlendern. Ob Comics, Bücher, Spielzeug, Schallplatten oder Möbel. Es gab einiges zu entdecken. Studenten und Rentner plünderten ihre Wohnung und stellten ihr verkaufbares Hab und Gut zur Schau. Und wer dann auch noch einen Platz in der Sonne haschte, der konnte sich glücklich schätzen. Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch bestens gesorgt. Und wer etwas entdeckte, was ihm gefiel, der musste schnell handeln und konnte dann vielleicht etwas Neues, Altes sein eigen nennen. Es war sehr interessant und wir haben jetzt eine Menge Sachen, die man sich da kaufen kann, ne? Genau. Und ja, das war schon das Ende der Sendung. Es ist schon vorbei. Es ja, war es so schön. Ja, können wir nicht noch ein bisschen reden? Das machen wir auf jeden Fall. Also, ich möchte dich noch erinnern an das Gewinnspiel, das wir haben. Ja, unbedingt. Ja, sag nochmal die Frage. Und zwar, ja, die zweite Frage leider. Wer spielt im Champions League-Finale am Samstag? Und zu gewinnen gibt es 2x5 € und 1x10 € Gutschein in Unicoins. Genau. Und zwar die E-Mail schreibt ihr an orgatv@orga.uni-sb.de. Da schreibt ihr kurz hin, wie ihr heißt und wie alt ihr seid und eure Handynummer. Und das geht bis Freitag? Genau, es wird am Freitag wird verlost und ihr kriegt dann auch eine E-Mail-Bestätigung. Genau, und dann addet uns bei Facebook, wenn ihr uns noch nicht geaddet habt oder geliked. Genau, genau. Ich hoffe, ihr seid alle schon unsere Freunde. Ja, und dann verabschieden wir uns und sagen tschüss, bis nächste Woche, Mittwoch 18:18 Uhr bei OrgaTV. Es war schön mit euch. Bis bald. Bis dann, tschüss.